Und dann soll ich fragen, weil unsere Leser so neugierig sind, habt ihr Freundinnen? Also wir sind alle nach wie vor solo. Was findet ihr bei einem Mädchen attraktiv? Ich gucke mal als erstes auf Hände bei Menschen, wenn ich die treffe. Und von daher lege ich einfach großen Wert drauf, dass es so... Ich will immer nicht so primitiv wirken, aber wenn man, weißt du, also... Das Ding ist, wir sind ja auch nur Menschen, ja, und ich gucke natürlich mal, also Charakter ist natürlich wichtig, aber sie hat jetzt auch nur nach den Äußerlichkeiten gefangen. Und von daher würde ich sagen, steht natürlich auf alle Rundungen. Ich gucke mal als erstes auf den Arsch und das hört endlich mal zu. And I definitely look at the ass for the first time. Okay, thank you very much. Thank you. Ihr habt ja noch nie ein Konzert in Schweden gespielt und trotzdem kommen die Reporter von da hier hin, um mit euch Interviews für die Zeitschriften zu machen. Also das ist total strange, weil es ist ja auch ganz oft, dass wir irgendwie so Magazine zugeschickt bekommen, in irgendeiner Sprache, die ich noch nie gesehen habe und die irgendwie über uns was schreiben. Also das ist echt komisch, ja. Noch eine Stunde bis zur Show. Jetzt ist Ablenkung angesagt. Das tut weh, wenn man meine Bälle abkriegt. Ja, ich muss hier das Armbandchen machen. 8-4. Wenn man dich fragt, wer der bessere Tischtennisspieler ist, braucht man gar nicht, oder? Braucht man gar nicht. 8-4, du siehst es. Hm? Ey, ich zieh den so ab. Das ist so unfassbar. Da hat die Bälle schon um die Ohren gekriegt gerade. Warte. Die Zeit hat man am so einen Tag dann aber nicht inzwischen. Nee, das stimmt. Das ist nicht so viel Zeit auf jeden Fall dafür, aber das geht auch immer schnell, wenn ich spiele. Zack. Und 11-6. Hier ist er. Das war nur Glück. Jetzt bin ich hier. Eine Partie Tischtennis unmittelbar hinter der Bühne. Das hilft ein wenig gegen das immer stärker werdende Lampenfieber. Ach. Haben wir das festgehalten auf Band? Zack. Allerdings nicht lange. Ah. Ja, und das zweite Spiel. Okay, nochmal. Ja. Ja, ein bisschen Müll. Ja, ich ziehe sowieso noch ab, verdammt. Ich muss erst mal reinkommen. Das dauert bei mir so. Das Konzert fängt aber gleich an, das weißt du. Nee, jetzt momentan weiß ich das nicht, weil es ist wieder Ablenkung. Aber bei mir ist immer so, wenn ich dran denke, dann kriege ich so Schübe, ja? Also ich steigere mich dann immer so rein. Das kribbelt dann im Bauch und dann... Okay, lass weiter. Der Kreischfaktor in der Halle hat jetzt fast seinen Höhepunkt erreicht. Das bedeutet, gleich geht's endlich los. Sarah, wie geht's dir jetzt kurz bevor es losgeht? Aufregung! Sehr doll! Das kommt immer näher, dass wir die Jungs gleich sehen. Das Gefühl ist einfach toll. Los, wir müssen jammen. In der Garderobe beginnt für die Band jetzt die Einstimmung und letzte Vorbereitung auf das Konzert. Wir werden gleich noch ein bisschen was checken für die Show. Und sonst habe ich die E-Gitarre hier zum Warmspielen. Und das ist wirklich, also Ablenkung und Warmspielen in einem so. Also es ist beides. Die Jungs spielen sich ein und so, ich gehe mich warm singen. Und wie sieht das aus, wenn du dich warm singst? Wie machst du das? Ja, einfach so ein paar Übungen, Gesangsübungen machen und so. Oder die Songs nochmal durchgehen, angucken, die Setlist nochmal angucken. Und ja, das ganze Konzert nochmal durchgehen und so. Weil es gibt ja ganz, ganz viele Sachen, die wir einfach auch beachten müssen jetzt bei der neuen Bühne, ja. Wo wir so nicht stehen dürfen, aber manchmal stehen und so. Wenn da irgendwie, weil das ist ja alles beweglich und das fährt sich ja immer. Und da sind schon so ein paar Sachen zu beachten, wann wir wo stehen können und so und wann nicht. Und das alles nochmal durchgehen und das Ganze nochmal irgendwie Revue passieren lassen und dann, ja, dann geht's schon los. In der Kölner Arena gibt es jetzt kein Halten mehr. Willkommen im Tokyo Hotel. Zimmer 483. Lieder und fast 2 Stunden später ist die Show vorbei.
Nach 23 Konzerten innerhalb von gerade mal 6 Wochen der krönende Abschluss der ersten Europa-Tour von Tokyo Hotel. Es war schön, also es war eine geile Halle und es hat irgendwie totalen Spaß gemacht. Also, das Publikum war super. Das Publikum war der Hammer, es war tierisch laut und es war eine total schöne Show. Also ich glaube, das ist echt so eine Show gewesen, wo man sich daran erinnert immer wieder. Ja. Die haben alle geheult da vorne und ich dachte, ey, ach, die weinen alle und das ist dann wirklich so ganz, ganz nah und wirklich sehr emotional, auch was das Publikum angeht, so wenn du in die Gesichter guckst. Man will auch gar nicht runter. Also ich hätte jetzt, glaube ich, noch 3 Stunden weiterspielen können oder so und das fällt mir echt schwer dann, wenn ich weiß, dass das jetzt vorbei ist, dann runterzugehen und dass es dann so wirklich vorbei ist, ja. Die Band verlässt die Halle mit etwas Wehmut. Bei den Fans hingegen herrscht grenzenlose Begeisterung. Wie war das Konzert? Total geil. Das war, glaube ich, der geilste Tag in meinem Leben. Hätte ich Tom jetzt noch Backstage getroffen, dann wäre alles vorbei. Aber ich bin traurig, dass es vorbei ist, weil es ging so schnell. Und die Jungs sind jetzt weg und ich weiß, man weiß nicht, wann man sie wieder sieht. Aber wir haben ihn oft gesehen. Er stand so oft vor uns. Ja, das stimmt. Das heißt, mit welchen Gedanken geht ihr heute Abend ins Bett? Dass er uns vielleicht gesehen hat. Genau. Die Tokyo Hotel Europa Tour 2007 ist zu Ende, aber für die Band geht es weiter. Es folgt der Festivalsommer mit zahlreichen Auftritten in ganz Europa. 4 Wochen später in Mailand. Tokyo Hotel ist in der Stadt. Nach Konzerten in Osteuropa, Österreich, der Schweiz, Frankreich und Spanien will die Band jetzt auch Italien erobern. Heute Abend spielt sie auf einem Festival auf der Piazza del Duomo das erste Mal vor ihren italienischen Fans. Auch die Italienerinnen sind total verrückt nach den 4 Jungs aus Deutschland. Die machen einfach tolle Musik und Bill ist so süß. Und auch in Italien können alle die Lieder von Tokyo Hotel mitsingen, natürlich auf Deutsch. Zur gleichen Zeit vor dem Hotel der Band in Mailand. Die Jungs haben es eilig. Ja. Fotos haben wir jetzt wirklich wenig Zeit. Müssen. Die 4 Magdeburger sind gerade erst angekommen, haben gestern Abend noch Open Air in der Stierkampf-Arena von Madrid gespielt. Jetzt müssen sie sich beeilen, damit sie die Generalprobe in Mailand nicht verpassen. Seit den frühen Morgenstunden stehen ihre Fans schon vor der Bühne und können es kaum erwarten, ihre Stars endlich das erste Mal leibhaftig zu erleben. Währenddessen kämpft sich der Van mit der Band noch durch den chaotischen Mailänder Stadtverkehr. Nach einer halben Stunde Fahrt erreichen sie endlich das Festivalgelände. Die Piazza del Duomo mitten in Mailand. Ihr erster Weg führt sie direkt in ihre Künstlergarderobe. Die fällt diesmal etwas einfacher aus. Ein schlichter Container, von Luxus keine Spur. Und dann bemerkt Gustav, dass er nicht die richtigen Drumsticks eingepackt hat. Oh, Scheiße. Was ist da für mich drin? Falsche Sticks dabei? Gar nicht drauf ansprechen.